Ja, hallo aus Quickborn. Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company. Und ja, es ist Weihnachten. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz tolle Festtage und hast ein bisschen Spaß gehabt, Entspannung und hast vielleicht die Familie getroffen. Keine Ahnung, wie es dieses Jahr bei dir so war. Wenn ich jetzt so von mir erzähle, also meine Mutter ist von Rügen hier über die Weihnachtstage und meine Kinder. Ich habe zwei, die waren Weihnachten oder beziehungsweise Heiligabend auch hier. Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag zusammen. Ich habe super schöne Karten bekommen und eine ganze Batterie, ganz viele. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mir so eine tolle Karte und liebe Grüße geschickt haben. Und ich habe gedacht, ich zeig's doch mal wieder. Ich hänge die ja immer an die Treppe bei uns. Das sieht immer wunderschön aus. Eine lange Leine mit allen Grüßen, die ich so bekommen habe. Und ja, ich starte einfach mal. So, das ist hier einmal wunderschön von der Ilona. Eine tolle Karte mit diesen Weihnachtsrosen. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Ilona. Ach ja, hier, das ist von der Jasmin. Eine Karte und da drin ist einmal Apfelpunsch. Auch eine süße Idee. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Dann hier, also recht schlicht, aber ich finde dadurch auch sehr elegant. Ne? Richtig schön. Also man braucht gar nicht so furchtbar viel machen. Ja, das ist von der Andrea. Ganz toll. Herzlichen Dank. Dann hier auch wunderschön mit dem Waldmoos und ich glaube, das ist jetzt ja glutrot. Von der Rückseite sieht man es besser. Ganz toll auch. Und das ist von meiner Teampartnerin Tatjana. Ganz toll. Herzlichen Dank, Tatjana. Hier auch etwas Tolles, wo ich gedacht habe, das werde ich mal nacharbeiten. Und das ist von der Claudia, wenn ich mich nicht so ganz täusche. genau, von Claudia und Familie. Also total witzig. Das lässt sich so aufklappen. Und ja, das arbeite ich mal nach. Ich gucke mal genau, wie sie es gemacht hat. Und dann gibt es dafür eine Anleitung. Dann hier auch ganz toll, so ein bisschen zusammengesetzt und schön hier mit dem Ilex. Das ist von der Karin. Vielen, vielen Dank. Da steht auf dem Kopf. Hier ein Umschlag. Das ist von der Frau Döring. Vielen, vielen Dank, Frau Döring. Die hat mir gleich ein ganzes Paket geschickt mit tollen Sachen, die sie selber gemacht hat. Richtig, richtig toll. Also ich zeige mal hier diesen wunderschönen Umschlag. Ist ja auch ein tolles Stempelset und überhaupt ein tolles Produktpaket. Und da ist noch mal diese super schöne Karte. Ich nehme das mal alles hier raus. Und die lässt sich dann auch noch aufstellen. Also richtig schön gemacht. Hier auch mit ein bisschen so geweißt. Ganz, ganz toll. Schön, ne? Und ja, schon der Umschlag ist ja total toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Döring. Also war wieder ganz toll. Richtig schöne Sachen. So, auch hier mit den Rentieren, auch schön gemacht. Das ist hier embossed. Man merkt es, also man sieht es natürlich, aber du vielleicht jetzt am Bildschirm nicht so. Aber man fühlt es dann hier auch. Und das ist, jetzt muss ich mal gucken, von wem das ist. Das ist von der Christa. Nein, gar nicht wahr. Das ist Quatsch. Von der Ulrike ist das. Oh. Sie hat nur einen Spruch rein geschrieben von der Christa Spilling. Spilling Nöker. Und also das ist von der Ulrike. Ganz toll. Vielen, vielen Dank, Ulrike. Hier auch wunderschön. So toll zusammengesetzt. Auch wunderschön. Das ist von der Karin. Auch ganz, ganz toll. Ich glaube von Karin und Sabine. Genau. Herzlichen Dank. Also auch super schön gemacht und dir mit dem, der Hintergrund ist auch geprägt mit unserem Prägefolder.
ganz super toll. Oh, da ist noch eine Geburtstagskarte dazwischen gekommen, aber ja, auch das ist, zeige ich einfach nochmal. Toll. Aber egal, ist ja auch wunderschön. Jetzt muss ich nur nochmal gucken, von wem die ist. Also es ist auch von der Claudia. Auch Claudia war ja Ober. Schreibwütig hätte ich jetzt fast gesagt. Vielen, vielen Dank, Claudia. Also auch das ganz, ganz toll. Ja, die ist nochmal dazwischen gerutscht. Und hier habe ich noch eine Karte. Das ist von der Beate. Auch ganz, ganz toll. So, dann geht's weiter mit dieser schönen Winterkarte. Die ist von der Gudrun und die lässt sich auch aufstellen. Das ist so eine Aufstellkarte. Total süß hier mit den beiden. Ganz toll. Dann hier auch wunderschön mit diesem Kranz. Auch, ja, auch eine Aufstellkarte. Das ist von der Ute. Toll. Ist das schön? Ja, und mit Glimmer haben wir ja leider nicht mehr. Aber der ist so zusammengesetzt in einer bestimmten Falttechnik, gehe ich mal von aus. Auch ganz toll. Dann hier schön mit Prägung und hier mit unserem tollen Tannenbaum. Das ist auch von einer Teampartnerin von mir, von der Veronika. Vielen, vielen Dank, Veronika. Auch ganz toll. Und hier meine letzte Karte ist von der Gabi. Das ist auch eine Teampartnerin von mir. Ja, genau. Auch wunderschön gemacht, ja, auch mit dem Tannenbaum und ja. Super, super schön. Also, du siehst, ich habe so viele tolle Karten hier bekommen und die wandern jetzt noch mal wieder an mein Treppengeländer. Ja, so bis Silvester auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, was ich davon für euch nacharbeiten kann. Ja, das sind hier meine Karten und wie ich ja schon gesagt habe, ich habe jetzt über Weihnachten Besuch von meiner Mutter, die bastelt auch sehr, sehr gerne und ja, wir haben auch einfach mal zusammen gebastelt und vielleicht hast du Lust zuzugucken. Ja, dann kommt hier unser kurzes Weihnachtsspecial. Ja, wir haben so ein paar neue Sachen. Der neue Katalog ist da. Ja. Und die Celebration-Broschüre. Du kennst das noch. Das ist ab 60 Euro Bestellwert gibt es ja immer tolle Geschenke. Und ich habe gedacht, wir basteln mal was zusammen. Das packe ich mal wieder weg hier. Ja. So, okay. Und ich schalte hier mal auf unseren Tisch. Wir haben neu, du hast sie neulich schon gesehen, hier, die Ja. kleine Maschine. Ja. Ist sie knuffig? Die ist noch mehr wie knuffig. Süß, ne? Ja. Okay, also die kann man auch genau wie die große hier zusammenklappen, ganz Platz sparen. Aber wenn du die jetzt mal in die Hand nimmst, wenn du die mal anhebst, also die ist ganz leicht. Ja, eine leichte Maschine. Genau. Ja. Und so, du wirst das gleich merken, wenn du damit Arbeite. dann ist es ganz gut, wenn du vielleicht da was drunter legst, damit es nicht verrutscht. Wirst aber gleich merken. So, da kommt jetzt mal das drunter. Das ist die untere Platte, die Basisplatte, das ist zum Schneiden, man kann es sehen. Ja. Und das Das kommt ist nachher oben drüber. ja. Und ich habe gedacht, wir nehmen jetzt mal dieses hier. Ja. So, das ist hier das Set in meinem Herzen, Ja. so zum Valentinstag und so. Und da habe ich gedacht, wir nehmen hier mal so zum Hochzeitstag. Ja. Und passend dazu gibt es ganz tolle Stanzen. Das sind diese hier. Und da sind ja ganz tolle Sachen drin, die du dann hier mit dem Ja. Stempelset wieder kombinieren kannst, ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe das mit dem Hochzeitstag, habe ich schon hier. Ja. Die Stanze habe ich auch schon da. Ja. Und Die Farbe. dann kommt hier die Stempelfarbe in Grau. Ja. Und zwar wollen wir eine Verpackung machen. Und es gibt auch auf der Seite 11 eine ganz, ganz tolle neue Box. Und zwar sieht die so aus. Ja. Und die ist auch richtig stabil. Also einfach mal gucken auf der Seite 11, wenn du den Katalog schon hast. Du kannst auch mal im Katalog dann gucken, Seite 11. Da findest du die ganzen Sachen und auch diese Box.
Und du könntest sie vielleicht schon mal zusammenbauen. Ich nehme das nochmal weg. So kommt es. Ein bisschen Platz machen hier. So. So. Und wir legen das mal so ein bisschen in die Mitte, damit alle zugucken können. Ja. Also, das ist hier der Boden. Und man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja. Das sind hier die Seitenteile. Die klappst du jetzt einfach mal hoch. Mhm. So. So. Genau. Und die kommen jetzt hier so rein. Alle vier. Und diese Seitenteile klappst du einfach da drüber. Mhm. Ich mache mal die andere Seite vielleicht mit. Halt dir das mal so ein bisschen fest. So. So, und dann knickst du das einfach so dagegen. Ich halte das mal so in die Kamera. Ne, das wird einfach nur so dagegen gehalten. Dann kommt dieses Teil, und das hält dann auch so ein bisschen, genau, richtig. Und das große, genau, das kommt jetzt nochmal da rein. Genau, einfach, nee, einfach runterdrücken. So ein bisschen, damit alle das sehen können. So, genau. Und das kommt da an die Seite. Und dann hast du so eine richtig stabile Form, eine richtig stabile Schachtel. Und das hier, das ist das, was drumherum ist. Und das biegst du einfach nur auseinander. Genau. Und dann kannst du das da reinschieben. Oh, super. Cool, oder? Ja, super. Okay, und das wollen wir jetzt mal verzieren. Ich gebe da jetzt mal hier die Maschine. Steht und die, ja, die steht so gut. Und ich habe jetzt hier das Anthrazit Grau und hier habe ich ein Stück Blütenrosa. Und da stempel ich jetzt mal zum Hochzeitstag drauf. Genau. So, und jetzt kannst du das zusammen da drauf geben. Die bleibt so. Die kann so stehen bleiben, genau. Ich glaube, so können das alle ganz gut erkennen. Am besten so der Länge nach, genau. Das ist immer am besten, wobei das passt bei dem ja auch gar nicht quer. Nee. Nee, aber trotzdem. So ein bisschen in die. Ja, so. Genau. Und jetzt ist ganz wichtig bei der Maschine, dass du die zweite Platte, ich glaube, man kann es jetzt erkennen, einen Tick über die erste legst. Halt fest. Genau. Und jetzt drehen, genau. Und du musst die Maschine jetzt ein bisschen hier festhalten mit der anderen. Genau. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Bis zum Schluss, genau. Und dann haben wir dieses tolle Teil da. Genau. Ich halte es nochmal hier in die Kamera zum Hochzeitstag. Die können wir schon mal hier wegstellen. So. Und die hat jetzt hier so. Ah ja. Siehst du das? Ja, ja. Das kannst du hier auch machen. Ja. Ach, das ist ja toll. Genau, so gehört das. Und jetzt habe ich hier aus dem auch neuen Papier, auch auf Seite 11. Und das heißt wahre Liebe. Und ich halte das mal hier so oder fächer das mal hier so auf. Ich finde, man muss das Papier immer sehen, damit man das, ja, damit man wirklich weiß, wie toll das ist. Ja. Dann im Katalog
ist es doch immer schwierig zu sehen, finde ich. So, ich glaube, so kann man es super erkennen. Und ich drehe es auch nochmal um. Und das sind ganz, ganz tolle Motive wieder. In Schwarz-Weiß, richtig, richtig toll. Also auch Seite 11, wahre Liebe. So, da habe ich schon ein bisschen was zurechtgeschnitten. Und zwar, so, da habe ich jetzt hier, ist ein bisschen umständlicher hier zu zweit, aber ich mache das jetzt mal so. Also hier habe ich diese Punkte ausgewählt und die kleben wir jetzt mal da drauf. Das kommt nach oben. Das kommt jetzt hier an eine Seite. Und die Schachtel ist 7 × 10,2 etwa. Also auch nicht so klein. Eine schöne Größe. Ja. Genau, und das kommt auf die andere Seite. So, so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Und ich habe noch so eine Blüte, das ist auch aus dem Papier Wahre Liebe. Die habe ich ausgeschnitten und habe sie mit den Alkoholmarkern koloriert. Und diesen Hochzeitsdach könnte man jetzt so da drüber setzen. Gut falzen. Und ich gebe den mal dahin. Und dafür nehmen wir am besten ein Abstandspad. Ach so. So, da könntest du vielleicht schon mal zwei da drunter kleben. Ein bisschen Gemeinschaftsarbeit hier. Genau, da muss auch noch mal einen hin. Das wäre ganz gut. Supi. Richtig. Und ich klebe das hier schon mal drüber. Ja. Und mal von unten ein bisschen gegendrücken. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Genau. Da könnte auch noch einer drunter. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Dann hält das ganz gut. Ich mache das jetzt mal so. Runter. So. Genau. So passt das super. Und die Blume. Wunderbar. Und die machst einfach, dekorierst du mal so ein bisschen da drunter. Vielleicht mittig, vielleicht an die Seite, wie das gerade für dich so passt. Guck. Nee. Na, ich glaube ein bisschen hier ja, weiter her. Ja, ne? Ja. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus so. Ja, und dann ein bisschen drücken. Genau, dann nehme ich das mal da raus. Dann kannst du von unten so ein bisschen gegendrücken. Dann sollte das auch passen. Super. Wunderschön. Das sieht gut aus. Ja. Super schön. Also ratzfatz fertig so eine kleine Dose. Also haben wir jetzt hier mal in ein paar Minuten zusammen gebastelt. Ja. Also einfach in den Katalog gucken und falls du den noch nicht hast, einfach bei mir anfordern. Ja, das war's hier von uns für die Weihnachtszeit. Ich hoffe, du hast ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest gehabt. Und ja, wir hatten viel Spaß und haben auch weiter viel Spaß mit dem Katalog. Und ja, bis dann, sagen wir. Ciao. Tschüss. Tschüss.